So, und da sind wir wieder bei Pokémon Pearl. Wir haben uns hier in das Team Galactic Hauptquartier eingeschlichen und nehmen die hier gerade auseinander. Verschlossene Türen kannst du nur mit einem speziellen Schlüssel öffnen. Wenn ich ein lustiger Bösewicht wäre, würde ich es dir verraten. Aber ich bin nicht lustig. Hat er mir das nicht gerade verraten? Manche Leute werden nie den Sinn hinter unseren Handlungen verstehen. Du verstehst Team Galactic auch nicht. Wieso widersetzt du dich uns? Das ist Handlungsstrang. Das muss so. Jetzt habe ich aus dem Bild geklickt. Und ganz ehrlich, wer solche schlechten Pokémon trainiert, der gehört irgendwie ins Gefängnis. Ich meine, man kann ja nicht immer nur mit einem Wumpel ankommen oder so. Wie stehst du denn dann da? Hast da plötzlich so ein Champ mit Wumpel? Team nur aus Wumpel. Sollte man echt mal machen, aber dann mit Carpador. Und dem dann irgendwelche Attacken beibringen, die das gar nicht erlernen kann. Geht ja alles, wenn man hacken oder cheaten kann. Das Credo des Teams Galactic. Alles gehört uns. Und schau über die Welt hinaus. Der ganze Weltraum wird Team Galactic gehören. Naja. Alarm, Eindringling. Man riecht förmlich, dass mit dir etwas nicht stimmt. Bin ein bisschen durchs Eis gelaufen, aber sonst eigentlich nicht. So, für Bronzel haben wir ja immer noch die Feuerattacken. Und ich versuche irgendwie das Spiel schnell durchzukriegen noch. Denn ich will schon wieder mit einem neuen Projekt irgendwie anfangen. Das dann auch ein bisschen länger gehen wird. Wer weiß, vielleicht knacke ich ja den Rekord mit den wenigsten Folgen für dieses Let's Play. Denn wenn man bedenkt, wo ich gerade bin und die Folgenanzahl bedenkt, ja. Gut, normalerweise spiele ich das Spiel auch immer an einem Tag durch. Also ich habe dann schon den Champ besiegt. Und ja. Ist ja hier nix. Hierfür brauche ich einen Schlüssel. Okay, dann können wir zurücklaufen. Was war denn das nochmal für ein Schlüssel? Konnte man den dort hinten bei dem Teleporter kriegen oder bei dem Teleporter dort unten? Hier erstmal nochmal bei dem Teleporter unten gucken. Obwohl, ich bin doch hier gerade durch diesen Teleporter hingekommen, oder? Ja, bin ich. Dann muss ich den Teleporter dort unten nehmen. Hier unten müsste jetzt gleich irgendwie ein Forscher an einem Tisch kommen, soweit ich mich erinnere. Ja, hier ist einer. Der hatte, glaube ich, einen Kadabra oder so. Was fällt dir ein? Unser Hauptquartier ist ein hochmodernes Gebäude. Du Rotznase sollst deine schmutzigen Finger bei dir behalten. Ich habe mir die Finger unter der Dusche gewaschen. Reicht dir das nicht? Okay, Kadabra sollten wir klein kriegen. Mit Flammenrad.
Ja, Flammrad ist halt overpowered. Powered bei Megaterrorst. Und Dracula darf jetzt mal den anderen fertig machen. Obwohl der auch ziemlich effektiv sein müsste. Das Kadabra, weil Dracula hat ja noch bei Typ Gift. Und wenn da so eine Psycho-Attacke kommt, dann... Ja, wir müssen halt gut mit Biss treffen. Und wir haben gut mit Biss getroffen. Und Dracula wird dann Level aufsteigen. Und Rosarada auch. Level 36. Und Dracula Level 38. Dich und deine Pokémon hätte ich nicht auf der Rechnung. Oder hatte ich nicht auf der Rechnung. Ach so. Wartest du hier immer noch auf deine Bestellung? Ist das hier ein Restaurant? Habe ich euch jetzt enttarnt? Ihr seid ein geheimes Restaurant und hier gehen Forscher hin, um was zu essen. Und das ist ja nicht hier so super toll. Mit Schuss gehalten. Hier kommt schon Flüssigkeit raus. Und hier ist Matschbombe. Passt ja genau hier rein. Also das hier muss echt mal aufgemöbelt werden, diese Basis. Öffne ich erstmal die Tür, damit man hier auch durchkommt. So, du. Team Galactic wird alle Pokémon entfesseln und dann... Dann werden wir alles beherrschen, glaube ich. Hab weggedrückt. Ich finde das immer bescheuert, wenn diese komisch lachen. Wer lacht schon so? Kein Mensch. Das müssen Monster von einem anderen Stern sein, deswegen heißen sie Team Galactic. Team Galactic. Und ich verstehe auch nicht, warum jeder von denen grüne Haare haben muss, außer die Commander. Und die Forscher. Bei uns darfst du nur mitmachen, wenn du auch grüne Haare hast. Und TM21 Frustration, die am meisten Schaden bewirkt, wenn das Pokémon einen nicht mag. Aber da das ziemlich schwierig ist, die ganze Zeit TM21 Frustration, ja, auf dem stärksten Schaden da zu haben, also je länger man ein Pokémon in seinem Team hat, desto mehr mag es einen und deswegen wird Frustration ziemlich schwächer und daher ist es ziemlich schwer, Frustration, eine Pokémon ja halt dauerhaft als Attacke zu lassen. Deswegen nicht sehr empfehlenswert. Und ich gehe jetzt mein Pokémon-Team nochmal heilen und dann gehe ich in das richtige Team Galactic-Gebäude. Das hier war nämlich nur ein Lagerhaus. Wie man hier auch gut sehen kann. Und jetzt erstmal Highspeed-Fahrrad fahren, ne? Und da haben wir auch schon... Ja, beeil dich. Deine Pokémon sind wieder topfit. Ich warte jetzt wirklich irgendwie auf das Remake der dritten Generation, falls das jemals mal kommen sollte. Weil ich habe Rubin und Smaragd gespielt. Ich habe aber nie Saphir gespielt. Ja, da tut eigentlich nichts zur Sache, aber ich habe halt die dritte Generation gespielt. Und die hat mir Spaß gemacht. Aber das war es dann auch schon. Ne, ich fand die Region schön. Ich hätte die nur gerne in so einer Grafik, wie die jetzt in der sechsten Generation war. Und die sechste Generation, die Region, die fand ich nicht so toll, muss ich sagen. Du bist zu jung für uns. Wenn du älter bist, kannst du bei uns mitmachen. Ich bin 16 Jahre alt. Reicht dir das nicht? Team Galactic forscht hier Tag und Nacht. Wir konzentrieren uns auf neuartige Energieressourcen.
Deswegen habt ihr bei E.ON abgezapft. So, das merkt ja jetzt keiner, wenn ich hier den Schlüssel einstecke, also... Und jetzt schnell wegrennen. So, wo haben wir denn hier noch ein paar Kämpfer? Ich will einen Doppelkampf machen. Also, der dreht sich doch jetzt bestimmt um. Ja, sag ich doch. Ich wusste es. Der dreht sich sofort um, wenn ich hier weitergehen will. Macht dir die Schleicherei durch unser Hauptquartier Spaß, Eindringling? Jetzt wirst du jedenfalls ohne Schleicherei hinaus befördert. Ich hätte es besser gefunden, wenn ich jetzt einen Doppelkampf hier gegen euch beide da gemacht hätte. Doppelkämpfe machen mehr Spaß. Golbatsch. Ja, und ich werde heute das Hauptquartier von dem zerstören. Es ist ja auch mal fällig, dass dieses Hauptquartier zerstört wird. Und das wird ja eh nicht zerstört, aber ich habe dann halt eine neue Sommerresidenz. Wenn das Team weg ist. So mache ich das ja in jeder Edition. In jeder Edition ist das ja meistens so. Also in den meisten Editionen ist das so, dass hier das Hauptquartier von den Verbrecherbanden noch da bleibt und dann kann man sich da eine schöne Sommerresidenz hinmachen. Man kann leider nichts hinstellen, aber man kann hingehen. Da ist dann einfach mal nichts. Ich meine, dieser Ort ist ja eh schon unnötig, wenn da kein einziges Pokémon kommt und keiner drin ist. Also, unbewohnt, nicht mal was von Pokémon drin. Perfekter Ort, um zu leben. Hier im Hauptquartier kann man sich übrigens auch heilen. Hier sind ein paar Betten. Aber da sollte man aufpassen, manchmal sind auch noch Team Galactic-Rüpel drin. Hatte ich auch einmal, dass da plötzlich einer drin war. Aber das hier ist ja jetzt keine Herausforderung, gegen die Rüpel zu kämpfen. Sind höchstens Herausforderungen für Leute wie einen meiner Kumpel. Ich kann dich wohl nicht am Weiterschleichen hindern. Genau. Wenn du keine Pokémon hast, dann bist du machtlos gegen mich. Du kannst mich ja nicht einfach festhalten und rauswerfen. Dafür bist du zu schwach. Dein Licht wird verblassen. Von jetzt an leuchtet nur noch Team Galactic. Und zwar neongrün. Warum? Weil wir alle verstrahlt sind. Das erklärt die Haarfarbe. Noch ein Golbat. Sag mir nicht, dass du noch ein Golbat hast. Ein Golbat reicht in deinem Team schon aus. Wenn du jetzt gleich noch ein Golbat hast, dann ist das sehr komisch, weil der Typ davor hatte auch zwei Golbats. Und Konfusstrahl ist eine blöde Attacke. Habe ich zwar auch, aber... Ja, muss ja nicht sein. So. Funkensprung. Ich habe keinen Bock zu flüchten, also brauchst du keinen Horrorblick einzusetzen. Jetzt hoffe ich nur, dass Luxra es nicht wieder spannend machen will. Nein, Luxra will es nicht spannend machen und setzt Funkensprung ein. Wenn danach noch ein Golbat kommt, dann könnte es kritisch werden, denn Luxra ist ja immer noch verwirrt. Schalocco. Ja, okay, damit kann ich ja arbeiten. Da können wir auch Dracula einsetzen, weil Roter Blitz ist jetzt schon auf Level 41. Das muss jetzt nicht immer nur die ganze Zeit trainiert werden. Auf jeden Fall könnte ich sagen, dass dieses X-Bad nicht das einzige X-Bad in diesem
Hauptquartier ist. Das weiß ich, glaube ich, noch. Da reicht auch kein Härtner mehr was gegen mich aus. Du bist unterlevelt und du bist nicht auf der letzten Stufe. Also ist jetzt platt gemacht. So, besiegt. Das verstehe ich nicht. Wieso die Eile? Wieso die Eile? Ich habe nicht vorgespult, nein. Ach ja, hier sind ja auch noch Teleporter, wenn man hier nach unten geht. Dann kommt man hier entlang und dann kommt man, glaube ich, dort. Ja, hier rechts kommt man dann raus. Und hat einen Top-Beleber. Könnte nützlich sein für den Kampf gegen einen gewissen Typen hier. In dem Hauptquartier. Und hier ist anscheinend nichts. Aber da wir uns auch überzeugen wollen, dass hier nichts ist. Ja, hier ist nichts. Jetzt noch nur richtig einstellen, was hier sein soll, und hier ist es auch schon. Wir wollen ja hier unten den Status unserer Pokémon sehen und nicht dort oben. Hier gegen den kann man, glaube ich, auch noch mal kämpfen. Du wirst unsere Forschung nicht sabotieren. Für das Team gelegt. Ja, womit willst du mich aufhalten? Mit einem Kadabra oder? Ja, natürlich willst du mich mit einem Kadabra aufhalten. Wieso nicht mit einem Porygon oder sonstigen Mist? Porygon hat hier ja auch ja noch eine Entwicklung bekommen. Porygon Z. Nachdem es Porygon 2 wird, gibt man dem noch so eine Disc und dann hat man Porygon Z. Man muss es natürlich auch tauschen. Könnte ja eigentlich gut reinpassen, aber ich glaube, das ist für Platin oder so gewesen. Also die haben dort, glaube ich, nur in Platin, auch im Team. Hier kann man das eher nicht erwarten, denn hier kommt das erst an dem, nach dem Nationaldex. Und hier kann man sich ausruhen. Genau, erstmal, wenn man in einem Hauptquartier von ganz vielen bösen Leuten ist, ja, interessiert mich nicht, ich gehe pennen. So, da kämpfe ich mal gegen euch beide. Genießt du deine verwirrende Tour durch das Hauptquartier von Team Galactic, zu der du keinerlei Berechtigung hast? Ach, sag mal nix, ich hab einen Schein. Hallo, kleiner Trainer. Du bist beim Team Galactic schon eine Berühmtheit. Wer dich außer Gefecht setzt, bekommt eine Beförderung. Ja, wenigstens sagst du jetzt nichts Beleidigendes. Ich bin eine Berühmtheit. Ja, das stimmt ja. Endlich erkennen die an, dass ich eine Gefahr bin für die. Und Luxra ist hier jetzt nicht wirklich das Beste. In diesem Kampf. Deswegen wechseln wir mal zu irgendeinem Pokémon, das hier besser im Kampf wäre. Ich sehe aber gerade keins. Könnte Bojelin hier was ausrichten? Ja, ich glaube, ich setze einfach mal Dracula ein, weil die Bunkel wäre dann durch Dracula weg. So wollte ich das jetzt nicht. Hier kommt Dracula hin. Und Flammrad. Also, dass die jetzt immer noch mit Pokémon auf der ersten Stufe kämpfen, ist ja schon armselig. Da soll noch einer sagen, dass das schwierig war. Hat jemand jemals gesagt, dass das
schwierig ist. Auf jeden Fall hatte ich noch nie wirklich einen anspruchsvollen Kampf, außer mal in Pokémon 3D, weil ich da den Champ nicht wirklich besiegen konnte. Aber Pokémon 3D gehört ja nicht zu den wirklichen Nintendo-Spielen. Der Champ war da echt schwierig. Der hatte ja nur Drachen-Pokémon, der Siegfried, der Typ da. Und ich war nicht auf Drachen-Pokémon wirklich vorbereitet. Ich wusste zwar, dass er Drachen-Pokémon hat, aber ich konnte die nicht wirklich besiegen. Ich habe auch nur mit Tornoptu gekämpft. Natürlich schlägt Fliegen fehl, aber Flammenrad trifft natürlich, wie immer. Und Spielbunkel ist weg. Was habt ihr jetzt noch auf Lager? Irgendwas Starkes vielleicht? Oder doch wieder nur Spielbunkel? Ich glaube, die haben irgendwas gegen Dracula. Vielleicht hätten die ja unter Blitz verwirren sollen. Das wäre viel schlauer gewesen. Denn wenn Dracula noch hier ist, dann... Ne, wenn Dracula weg ist, dann stört das wohl nicht so viel, als wenn roter Blitz weg wäre. Ja, roter Blitz kann ja One-Hits vergeben. Wie man sieht. Und ich weiß, glaube ich, auch noch, wann ich gerade vor dem... Ja... Hauptquartierbüro bin. Oder wie man das nennt. Und du setzt mal Biss ein. Weil Fliegen dauert zu lang. Natürlich. Verwirrt. Dann Verwirrung irgendwie abgewendet. Greift an. Und Biss trifft. Ja. Yeah. Klar. Das nervt mich immer. Und hier mit Charmian kommen. Tempui und Biss vereint in einer größeren Attacke. Obwohl mehr als Tempui wahrscheinlich nicht nötig sein wird, wie man sieht. Roter Blitz ist einfach overpowered oder einfach nur im Vorteil. Und wir müssen den EP-Teiler mal einem anderen Pokémon im Team geben. Du lässt mich jetzt tun, was ich will. Damit hat sich meine Beförderung wohl erledigt. Punkt, Punkt, Punkt. Oh, willst du jetzt darauf anspielen, wie du doch noch an deine Beförderung kommst, oder wie? Mit Punkt, Punkt, Punkt. Ach ja, vielleicht sollte ich mein Team noch mal kurz heilen. Nur kurz. Bevor ich weitergehe. Könnte hier vielleicht einer drin sein? Ne, anscheinend nicht. Ich hatte das einmal, dass da wirklich einer drin war. Das steht auch, glaube ich, an dem Schild da, an dem roten, das da unten ist. Aufpassen, dass keiner drin ist. So, und hier war der richtige Teleporter links unten, glaube ich. Und falls hier nur ein unsichtbares Item ist, interessiert es mich nicht. Ich gucke erstmal die ganzen Teleporter durch, weil hier gibt es ja einiges noch zu sehen. Zum Beispiel dieses Elixier hier. Und das Sonderbonbon. Könnte ich vor dem Champ Battle einfach mal einsetzen. War ein bisschen blöd, aber ja, was ich kann, das kann ich. Und hier ist auch schon der Boss. Die Tür ist verschlossen, du brauchst einen speziellen Schlüssel. Den G-Schlüssel verwenden? Ja. Die Tür ist offen. Hätte ich jetzt nicht bemerkt. Verstehe, du musst der Trainer sein, von dem ich gehört habe. Der närrische Trainer, der glaubt, das Team Galactic aufhalten zu können. Allerdings hätte ich nicht gedacht, dass du noch ein Kind bist. Ich bin ein Jugendlicher. Sieht man das nicht?
Unsere Kommandeur hatten ziemliche Probleme mit dir, habe ich gehört. Ich weiß, warum du hier bist. Ich kann es in dir spüren. Es geht um Self, Vesprit und Tobots, stimmt? Du willst sie retten? Ich brauche sie nicht länger. Sie haben ihren Zweck bereits erfüllt. Wenn du sie unbedingt retten willst, bitte, mir ist es gleich. Damit ersparst du mir die Arbeit, sie selbst zu beseitigen. Allerdings muss ich sagen, es ist schon erstaunlich. Diese Pokémon haben mit dir doch überhaupt nichts zu tun. Und doch willst du sie retten. Warum? Aus Mitleid? Welch nutzlose Emotion. Unlogisch, irrational. Mitleid und Barmherzigkeit sind Produkte des schwachen menschlichen Herzens. Diese jämmerliche Sentimentalität hat dich also hierher gebracht. Du wirst es noch bereuen, auf dein Herz gehört zu haben. Ich habe nicht auf das Herz gehört, ich habe auf den Storystrang gehört. Und der sagt, dass ich dich heute vernichten soll. Der hat übrigens coole Musik. Ich sag einfach mal nichts. Mit Bohrschnabel kommst du, glaube ich, bei mir auch nicht so weit. Kommt drauf an, wie Luxra das jetzt ab kann. Und Luxra kann es gut ab. Bohrschnabel ist übrigens gar nicht so schlecht. Ich glaube, Impoleon konnte das lernen. Das hatte, glaube ich, mein Bruder sogar mit Bohrschnabel. Das ist sehr effektiv. Ja, mit Bohrschnabel schafft man sich halt auch gut die nervigen Pflanzen-Pokémon, wenn man Wasser-Pokémon hat, vom Hals. Man soll halt gegen alles gut ausgerüstet sein. Ich könnte zum Beispiel gegen Impoleon einfach eine Kampfattacke einsetzen. Das wäre auch effektiv, glaube ich. Weiß ich nicht. Hab keine Ahnung mehr. Oh, mit Golbat kommt er an. Ja, hatte der nicht schon einen X-Bad? Weil Platin hatte auf jeden Fall schon einen X-Bad gehabt. Okay, wir werden ihn eh nochmal besiegen müssen und da wird er einen X-Bad haben. Aber ich habe jetzt schon einen. Und bin damit auch schon im Vorteil. Und wenn Luxra hier den Job gut macht, haben wir eh schon gewonnen. Der hat nämlich, glaube ich, nur noch einen Sneebel. Und wenn er jetzt schon wieder Supertrank einsetzt, ist das irgendwie ein verschwendeter Zug. Ich glaube, der hat auch nur zwei. Und nicht mehr. Und wenn er das die ganze Zeit hier macht, dann kommt er ja nie zum Angriff. Jetzt kommt er bestimmt mit irgendwas, was mich verwirren will. Ja, oder Gift. Vergiften. Das hatte mich dann auch irgendwie vom Feld geschafft. Irgendwann. Aber ich werde ihn trotzdem besiegen. Den Sneebel werden wir mit dem Feuer vernichten. Und vielleicht sollte ich gleich mein Team nochmal heilen. Ich weiß auch schon, wo es als nächstes hingeht. Erstmal müssen wir die drei Seen-Pokémon befreien und dann mein letztes Pokémon. Dann geht's zu einem gewissen Punkt, wo wir das legendäre Pokémon treffen. Und dafür muss ich mich ja auch noch vorbereiten. Ich muss ein paar Pokébälle finden. Nee, muss ich kaufen. Und wenn ich die dann habe, bin ich bestens ausgerüstet, um dieses Pokémon zu fangen. Ob wir es dann auch einsetzen, ist eine andere Sache. Ich habe es nämlich nicht wirklich trainiert, als ich es mal hatte. Ich finde es zwar cool, Palkia. Aber, na, verstehe, du bist tatsächlich stark. Und die Quelle deiner Kraft ist dein Mitgefühl für Pokémon. Welch eine Verschwendung. Solche Emotionen sind nur Illusionen. Und wie alle Illusionen werden sie mit der Zeit vergehen und sich in nichts auflösen.
Deswegen habe ich alle diese nutzlosen Emotionen aus meinem Leben verbannt. Aber ich bezweifle, dass du meine Sichtweise jemals teilen wirst. Auf Facebook oder wie? Dessen ungeachtet bist du stark und mutig, dass du allein hierher kommst. Das weiß ich zu schätzen. Hier ist deine Belohnung. Meisterball. Der Ball, der alles fangen kann. Der Meisterball ist der beste aller Pokébälle. Er fängt jedes wilde Pokémon ein. Immer, überall. Aber ich brauche ihn nicht. Im Gegensatz zu euch Trainern sind Pokémon für mich keine Freunde. Und ich verwende sie auch nicht als Werkzeuge wie die anderen von Team Galactic. Nein, ich eigne mir die Kraft der Pokémon selbst an. Und hau ab. Wenn du die Pokémon der Seen retten willst, verwende die Teleporter. Ich reise jetzt zum Kraterberg. So ist es, zum Kraterberg, wo wir uns zum ersten Mal begegnen. Ich werde seinen Gipfel erklimmen und das Ende heraufbeschwören. Nein, ich werde einen neuen Anfang erschaffen. Was? 2012 ist schon vorbei. Du kommst zu spät. Okay, ich heile mal eben meine Pokémon und wir sehen uns gleich wieder hier. So, ich habe mal eben mein Team geheilt. Und jetzt geht's auch schon weiter. Obwohl ich wieder die Zeit überziehe. Aber ich will Team Galactic hier vernichten in dieser Folge. Ich habe Team Galactic unterstützt. Aber das hier geht zu weit. Die haben hier überall Eier. Aber wozu das gut ist, weiß ich auch nicht. Ich kann nichts zu unserer Verteidigung sagen. Aber was wir da geschaffen haben, wohin soll das alles noch führen? Ja, ihr hättet vielleicht ein Mewtwo schaffen sollen. Das wäre eine viel bessere Idee. Das hätte viel mehr gebracht. Und außerdem hätte ich dann viel besseres Pokémon. Oh, Selfe. Oder Self. Ist hier eingesperrt. Die Augen sind zugekniffen. Es hat Schmerzen. Tobots ist hier eingesperrt. Es zittert und bebt. Es hat Schmerzen. Oder ist verschnupft. Vesprit ist hier eingesperrt. Der Schweif zuckt leicht. Es hat Schmerzen. Du bist nur hierher gekommen, um ein paar Pokémon zu retten. Ich verstehe unseren Boss nicht. Ich habe ihn noch nie verstanden. Warum lässt er ein Kind wie dich unbehelligt kommen und gehen? Wir Team Galactic nehmen uns, was wir brauchen und zerstören den Rest. Egal, du hast es so gewollt. Ich werde dich willkommen heißen. Als kleine Rache wegen deiner Beleidigung am See. Du willst mir zeigen, was du drauf hast? Mit einem Kadabra? Ich verbrenn dich. Und dabei habe ich braune Haare. Nee. Den Witz, den kann ich nur in der Schule bringen. Und der ist auch besser, wenn den jemand anders hört. So, Kadabra, das war jetzt überhaupt null gegen meinen roter Blitz. Und Bronzel wird da auch nicht viel mehr ausrichten können. Da kannst du schon mal Ciao sagen. Weil du hättest lieber einen Bronzong die Weiterentwicklung haben sollen, denn damit hättest du mehr Chancen gehabt. Denn wenn ich das jetzt verbrenne und schmelze, dann mache ich daraus... Ja, mach doch ein Schwert. Toxiquark. Das ist schon mal besser. Toxiquark versus Dracula. Beide vom Typ Gift. Aber Dracula ist auch noch vom Typ Flug und Toxiquark ist vom Typ Kampf. Also bin ich da schon mal im Vorteil. Aber er wird wahrscheinlich ein höheres Level haben. Ja. Aber Toxiquark erschaudert aufgrund von Vorahnung. Ich habe jetzt gerade schon gedacht, Toxiquark fliegt jetzt weg. Das wäre ein bisschen komisch. So. Toxiquark, du kannst jetzt gerne mal weggehen. Ich hätte zwar auch gerne eins im Team gehabt. Einfach mal fangen. Mit Meisterball. Aber dafür verstehe ich den doch nicht. Klauen ist was Schlechtes. Das wird er dann auch noch sagen. Der Trainer hat den Ball abgeblockt. Du bist stark, Kind. Trotzdem bedauere ich Menschen, die das irgendwas sind.
Finde ich auch komisch, ne? Wirft man so einen Meisterball auf das Pokémon von hier Team Galactic, die bei anderen Pokémon klauen, dann sagen die, sei kein Dieb. Ja, genau. Arg, warum bist du so stark? Na gut, mach doch mit diesen drei Pokémon, was du willst. Drück den Knopf auf der Maschine, um sie zu befreien. Soll ich oder soll ich nicht? Ich frage dich, soll ich oder soll ich nicht? Ich drück. Den Knopf drücken und die Pokémon befreien. Ja. Unser Boss hat eine rote Kette aus den Kristallen der drei Pokémon geschmiedet. Diese rote Kette braucht er, um etwas auf dem Kraterberg zu fangen. Und mehr weiß ich nicht. Wer weiß, was er da oben wirklich vorhat. Ja. Was er da vorhat, werden wir mit Glück in der nächsten Folge sehen. Oder in der übernächsten. Auf jeden Fall, ich würde sagen, ja, wir sehen uns dann nächstens beim Kraterberg mit guter Ausrüstung und hoffentlich nicht mehr in diesem Team Galactic-Gebäude, denn wenn man sich hier die Musik anhört, ist auch nicht gerade das Beste. Also, ich würde aber sagen, ciao und bis zum nächsten Mal.